gehabt, reichlich. Was für ein Tag? Einen Warntag! Serena! Ach so, ja. Ich. Hatten wir schon. Das heißt, ihr habt das auch. Also je nach Kanton ist das wiederum anders mit dem Geräusch. Ja, ja, aber es ist ja nur so ein Test, dass man gewarnt wird. Für Katastrophenfälle. Ja. Ja. Also wenn zum Beispiel Harald in Schweiz einfach... Nein, alles gut. Sie lebt erst. Flavia, du steckst mir... Nee, oder wahrscheinlich wird erst, glaube ich, der Alarm losgehen, wenn sie merken, dass Donald, Harald und Gaudi in der Schweiz sind. Und wir waren Alarm! Wir waren Alarm! Und plötzlich, die werden alle treffen! Die Vollidioten kommen! Ja, genau! Der Donald's GmbH kommt! So. Und auf einmal werden wir von der Polizeieskorte ins Hotel gefahren. Wieso schabst du dir die alte Haut ab? Nein! Das wollte ich eigentlich nicht machen. Und Donald und ich und Harald haben dann so ein Präsidenten-Suite dann. Alter, das wäre geil. In der Schweiz direkt. Aber sowas gibt's glaube ich gar nicht. Da gibt's glaube ich nur Holzhütte. Oh, aber bitte pass auf. Mit Schneelawine wahrscheinlich dann. Weiß Donald, weißt, das wäre ja witzig. Ich und Harald gehen morgens früh so in Boxershorts und oberkörperfrei aus dem Balkon raus, atmen die frische Luft ein von der Schweiz und auf einmal kommt eine Schneelawine von oben runter. Und voll auf uns drauf. Jetzt haben wir jetzt wieder die Sitzplätze wieder hin. Und du so, Jungs, was ist passiert? Nix. Aber Harald hat einen fahren lassen und eine Schneelawine kam. Ja, genau. Oder wir beide müssen uns so laut niesen. Oh ja, und die Lawine kommt von oben runter. Aber wer ist wieder Schulz? Weißt du, was Riebler mit dort ist mit der Arbeit und plötzlich muss er niesen und vor ihm ist seine Arbeitskollegin. Es ist heute mir wirklich passiert. Die hat sich total erschrocken. Der ist der Joghurt aus der Hand geflogen sogar. Und Wurms hat einen Kunde im Korb gehabt und der hat nicht gemerkt, dass der mitgegangen ist. Und erst als die Kasse rumgerufen hat, Serialer Gaudi, wieder an Kasse 1, wusste ich, scheiße, jetzt bin ich gefickt. Aber dann hat es nur geheißen, bitte tun Sie den Becher wieder zurück. Eine Kundin hat alles gesehen, wieder eingepackt, weil nur auf der Kamera gesehen. Wie der Becher, wie ich niese und der Becher fliegt in den Einkaufskorb. Nein. Aber weißt du, was mich aufregt? Dass Kunde kommt und die Sache meistens von hinten nehmen. Oder zum Beispiel Almigo, der Wichser. Weißt du, der ist im Angebot. Und der wird dann von ganz unten rausgeholt, weißt du? Weil man da unten wahrscheinlich denkt, die Kunden hätten unten kam und ein bisschen rumfummeln. Ohne dass irgendjemand noch was mitkriegt. Weißt du, blöd. So, also, ein Blatt, zwei, drei, vier, fünf. Und hier, dann hab ich hier die. Dann... Och man! Dann muss ich es hier weit machen. Genau, passt. Das hier muss weg. Das ist nämlich eine gute Baustelle, aber es macht Spaß, wie wir jetzt die Stadt jetzt zu bauen. Okay, ja, okay. Es ist normal. Ich glaube, ich glaube, Dortmund macht ein Spiel gegen Team Paluten, ein Freundschaftsspiel, weil hier Alter das Schwein hier rumläuft. Okay, Dortmund spielt gegen Team Paluten. Harald, wenn du fertig bist, musst du so Büppchen aufstellen. Das ist ja auch schon klar. Also Donald, wenn die Halle komplett fertig ist, dann bräuchte ich von dir bitte, dass du in der Nähe von Dorf der Donalds GmbH bitte bauen würdest. Das kommen wir erst noch.
Flavio, lass es dir schmecken. Aber ich habe eh fast schon eine komplette Stadt von mir. Flavio, lass es dir schmecken! Danke. Bitte. Es hört sich an, als würdest du Chips essen. Wir haben aber auch fast schon. Lass mich raten, es sind Zwiebelringe oder... nee, von Funny Fricks. Fripp. Was ist da? Paprika-Chips. Und das rieche ich bis hierher! Ja, genau! Nee, ernsthaft! Das rieche ich seh Flavia... Ich seh Flavia vor mir, wie sie auf dem Bett sitzt und Chips isst! Ja, kriegst du auch bestimmt, was ich dir drunter hab, oder wie? Boah! Jetzt hab ich Hunger auf Chips! Weil ich hab heute was Scharfes getrunken. Donald, wirf mal schön bitte eine Packung Chips rüber. Obwohl, jetzt hab ich Lust auf die Seite. Die dritte, was ich heute Morgen in Dorfland gekauft habe. Heute Morgen zum Mittagessen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich Lust irgendwie auf einen Ingwer-Schock drin. Und ich habe Bock auf Chips. Harald, wirf mal eine Packung rüber. Ich hab gerade schon zwei. Ich hätte dann jetzt ein Infoshot getrennt. Haben jetzt alle Chips außer ich, oder wie? Ich hab auch keine. Ja, sag ich ja, hat keiner Chips außer Flavia. Mhm. Oh. Vor allem, ich rieche diese Paprika-Chips hier. Fühlt sich so an, als würde gerade neben mir jemand sitzen und Paprika essen. Chips. Oder du, Alter, ich krieg den Geruch jetzt nicht mehr aus die Nase. Oder du hast dich jetzt oder der Realator hat jetzt neue Kopfhörer, wo der Geruchssinn eingebaut ist, wo man auch die Gerüche von einem Rollenspieler wahrnehmen kann. Neue ganze Kopfhörer. Nee, ich riech wirklich jetzt nur und dieses Geknister, das macht mich verrückt. Sorry. Nee, mich macht es nicht verrückt, aber ich krieg Hunger. Wenn ich das Geknister höre und dann die Packung und dann der Geruch. Och, ich lieb's einfach. Aber ich habe gar keine Chips da. Naja, schon, aber die sind halt im Keller und da will ich nicht so gern runter, wenn es so dunkel ist. Ja. Da fliege ich immer meistens die Treppen runter. Alles klar. Ich bin schon mal die Treppe hochgelaufen, wo ich das geholt habe. Ja, wenn du bei mir bist und im Dunkeln die Treppe nur noch raus, da fliegst du runter. Weil du den Lichtschalter nicht findest, einfach. Also eigentlich kannst du dich am besten nur liegen und die Treppe runterrollen lassen. Einfach runterrollen und dann... Ah, ich bin angekommen. Ja. Gott sei Dank habe ich keine so steile Stufen. Ja, wie möchtest du dir alle Knochen brechen? Ich gehe die Treppe runter. Patsch! Oder da... Junge, Donald! Warum sind hier Hühner? Ich weiß nicht, wer das sind, die Hühner. Das sind von Paluten, die Hühner. Warte. Generaldito ist bei dir. Generaldito. Du Generaldito, das glaube ich nicht. Doch, der Generaldito ist bei dir. Das heißt doch, du hast doch den Paluten, das Hund genannt in meinem Traum. Sind das nicht die Enten von Donald? Da muss man die anders lassen. Aber hast du gesehen, was ich den Schutz habe? Den Donald-Filter. Jojo, hab ich gesehen, Harald. Alter, dann hat er einfach seinen eigenen Zitat-Filter bekommen. Hä? Wieso hängt hier ein Lama bei mir? In der Decke? Ach, egal. Ja. Muss man, glaube ich, nicht verstehen. Okay, der erste Teil vom Boden ist gemacht. Ja, Pinata. Ja, Pinata. Donald kratzt da oben. Hallo? Ja. Hallo? Gut, es ist alles nicht schön. Donald kratzt? Hallo? Wo ist denn der Schmecker jetzt? Gaudi meinte, wenn man bei ihm die Kellertreppe runtergeht,
Nee, man weil dann wie falsch gelaufen. Hä? Donald! Doch, ich war richtig tot. Ah ja, Tommy, ich bin so blöd. Das hat auch perfekt. Donald! Ja, er meint, dass wenn man bei ihm in der Dunkelheit Treppe runterfällt, dann... Was ist das hier? Geht, dann kann man runterfallen. Wenn man findet, ja, den Lichtschalter bei ihm nicht so gut. Es wird schon bedroht werden hier, aber... Donald! Das kam mir so in den Sinn.